Als nächstes unterlegen wir unsere Präsentation mit Soundeffekten. Wir wählen eine Hintergrundmusik und nehmen eine Erzählstimme auf, die von der Reise berichtet. Zunächst einmal soll diese Animation der Fahrt mit Zugsgeräuschen unterlegt werden. Wenn ich im Bereich Animation bin, so kann ich diesen Pfad auswählen und hier nun für Effektoptionen statt ohne Sound anderen Sound wählen. Jetzt werde ich gefragt, woher ich den Sound nehmen will. Den habe ich jetzt schon in diesen Materialien. Soviel ich weiß, muss es eine WAV-Datei sein in den üblichen Plattformen für Geräusche, die eben gratis und für Schulen geeignet sind, wie Hörspielbox, Auditorix und so weiter, sind meist diese Geräusche in diesem Format vorhanden. Ich wähle Einfügen und jetzt probieren wir das gleich aus. Du siehst, es funktioniert wunderbar. Der Soundtrack, der soll von der ersten Folie weg eingespielt werden. Hier kann ich wiederum über Einfügen, Audio diese Datei aus einem Ordner auswählen. Noch einfacher ist es, wenn du sie aus den Materialien packst. Diese MP3-Datei habe ich auf Jamendo gefunden. Das ist eine Plattform für Musik, die man wiederverwenden darf. Die Musik steht unter einer CC-Lizenz. Ich ziehe diese Datei einfach rein und automatisch wird da dieses Lautsprechersymbol eingefügt. Ich will natürlich nicht, dass man das nachher sieht. Mit einem Doppelklick darauf komme ich in den Audiobereich. In den Audiooptionen kann ich noch Einstellungen vornehmen, zum Beispiel, dass es nicht einen Klick braucht, um die Musik zu starten, sondern dass sie automatisch startet. Ich will, dass sie folienübergreifend abgespielt wird, also auch auf der nächsten Folie noch weiter Musik ertönt und dieses Symbol soll bei der Präsentation ausgeblendet werden. Ich könnte auch endlos weiterspielen wählen. Bei einer langen Präsentation kann es sein, dass dann die Musik zu wenig lang ist, dann würde sie einfach wieder von vorne beginnen. In den Animationen gab es nun einen neuen Eintrag. Hier kann ich das nochmals kontrollieren oder nachträglich auch wieder ändern. Also wenn ich jetzt doch mit einem Klick beginnen möchte, wäre das unter Anzeigedauer und bei den Medienoptionen kann ich einstellen, wie lange diese Musik abgespielt werden soll. Ich will nämlich nur, dass sie bis und mit Folie 7 abgespielt wird. Bei Folie 8 kommt ja dann ein Film, der selber eine Tonspur hat. Ich wähle 7 und jetzt sind wir soweit. Als nächstes kommt noch eine Erzählstimme dazu. Die kann ich wiederum über Einfügen direkt hier aufnehmen in PowerPoint. Über Audio aufzeichnen wird der Rekorder gestartet. Ich kann gleich einen Titel geben, zum Beispiel Einleitung und mich jetzt selber aufnehmen. Herzlich willkommen zum Reisebericht unserer Polenreise. Jetzt habe ich mich da noch verschwatzt, aber das ist ja egal. Ich ziehe dieses Lautsprechersymbol wieder ganz nach unten. Manchmal ist es wünschenswert, dass der Ton erst ertönt, wenn man darauf klickt. In diesem Fall möchte ich das aber wiederum nicht. Deshalb mache ich einen Doppelklick, wähle erneut Start automatisch. Diesmal aber nicht folienübergreifende Wiedergabe, weil es soll ja nur während dieser Folie gezeigt werden und das Symbol soll ebenfalls ausgeblendet werden. Noch auf der nächsten Folie gleich nochmals. Eine Aufnahme, wiederum Audio aufzeichnen. Das soll nun Reise heißen. Wir reisen mit dem Nachtzug nach Berlin und von dort brauchten wir nochmals einen ganzen Tag bis nach Polen. Auch dieses Lautsprechersymbol soll anschließend ausgeblendet werden, deshalb ein Doppelklick darauf,
automatischer Start und bei Präsentation ausblenden. Nun wird das wahrscheinlich problematisch sein, weil dieser Bericht kommt erst an letzter Stelle. Ich möchte aber, dass natürlich gleich beim Erscheinen der Folie gesprochen wird. Deshalb ziehe ich die ganz nach oben, bevor die Animation kommt. Und jetzt hören wir uns das mal an. Willkommen zum Reisebericht unserer Folie Polenreise. Essen mit dem Nachtzug nach Berlin und von dort brauchen wir noch einen ganzen Tag. Ja, du siehst, im Prinzip funktioniert es nur, hört man fast nichts, der Soundtrack ist viel zu laut und die Erzählstimme hört man fast nicht. Das kann man noch etwas korrigieren, da die Erzählstimme, die kann ich über das Lautsprechersymbol ganz nach oben ziehen, während beim Soundtrack ziehe ich das fast ganz nach unten, dass es nur sehr dezent ist. Und ebenso hier braucht es natürlich die volle Lautstärke für die Erzählstimme. Hören wir nochmals zu. Willkommen zum Reisebericht unserer Polenreise. Reisen mit dem Nachtzug nach Berlin und von dort braucht... Ja, jetzt ist es wesentlich besser. Jetzt könnte man noch jede folgende Folie ebenfalls mit dem Reisebericht als Audiodatei unterlegen. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was eigentlich diese Fliege hier in diesem Bild soll. Die kannst du, wenn du mit diesen Materialien arbeitest, verwenden, um jetzt noch etwas zu repetieren. Natürlich soll hier der weiße Hintergrund entfernt werden. Du erinnerst dich, die transparente Farbe auswählen, damit nur noch die Fliege sichtbar ist. Dann wäre eine Möglichkeit, dass du da eine Pfadanimation machst, damit die Fliege dann auf diesem Bild herumrast. Und natürlich kannst du ihren Flug auch mit Gebrumm noch unterlegen. Ob du nun das Geräusch im Internet suchst, wenn möglich natürlich auf einer Plattform mit lizenzfreien Geräuschen, oder ob du dieses Gebrumm selber aufnimmst, das sei dir überlassen.